Yo, hi Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Mario 64 Star Revenge 1 Part mit Firebro. Was geht? Was geht? Ja, hier neuer Germi-Content, wie man es natürlich will. Aber eigentlich mussten wir gar nicht so lange auf neuen Germi-Content warten, weil auf dem Wollo, auf Wollos Kanal zusammen mit Ricky, kam ja letztens ein Part zusammen. Mhm. Wie war der? Ich habe ja auch schon mit den Jungs aufgenommen. Wie war es für dich? Ey, erstmal, der Kanal heißt die Backseat Boys. Wikimania ist da. Bruder, was zu wenig Sterne? Okay, wir müssen Part abbrechen, Leute. Also, bis soll Sterne einsammeln, wenn das Spiel sagt nein. Also, schnell deinstallieren, das Spiel. Spiel deinstallieren. Siehst du den Fehler bei mir oder beim Spiel? Beim Spiel. Festplatte formatieren, ganz schnell. Wollen wir schnell zu MP4 umwandeln? Aber, das Ding ist. Ich überlege nur, was ist das? Dangerous. Was ist das? Egal, schau mal, wo der Stern eventuell ist. Ja, die Backseat Boys wie Wollo U, damals Wollo Wizard LP und Ricky Mania. Man kennt's. Ja. Und wenn es nicht kennt, ey, schaut gerne vorbei. Die machen das for real gut so. Das hat eh das Geile, wenn es so. So wie Let's Play-artige Videos gibt, wo man aber über Themen redet. Und das hat auch. Spannend verpackt, so gut es geht. Und das machen die halt in meinen Augen relativ gut. Und ich schaue ja auch Wollo schon lange und Ricky schaue ich auch oft. Also natürlich, Ricky, die haben da auch einfach eine krasse Dynamik. Über, das ist nice. Und das will ich schon überlegen. Sorry, ich bin da ein bisschen los unterwegs bei dem Spiel. Aber gab hier jetzt noch einen Stern. Bruder, ich check dieses Ding nicht ganz. Checkst du das? Safe nicht. Bro, also für mich sind da nur bunte Lichter auf dem Bildschirm. Warte noch, wenn der Vincent juckt. Auf jeden Fall, ich schau dir ja schon lange und das ist eh irgendwie krass, wie die es schaffen, so mich zumindest, immer wieder, die schaffen das immer wieder dazu. Oder öfters, sag mal, bei denen vorbeischau so. Weißt du, so manchmal gibt es eine Pause bei mir, wo ich vielleicht ein paar Wochen gar nichts schaue bei denen, aber dann denke ich mir wieder so, ich habe vielleicht eine kleine Phase, da schaue ich wieder öfters vorbei. Ja, geht mir ähnlich. Also, das ist jetzt auch kein Kanal, wo ich jeden Part schaue, aber immer wenn ich reinschaue, sehr unterhaltsam. Hm. Und ja, meistens erkennt man ja auch dann schon am Titel oder so, ist das jetzt ein Thema oder ist. Geht es heute in eine Richtung, auf die man Lust hat? So. Was sind Themen, die dich interessieren, so grundsätzlich? Boah, das Ding ist, bei denen geht das oft in sehr verschiedene Richtungen. Es gibt manchmal diese Ultra-Deep-Talk-Parts einmal, aber auch einfach, wo einfach hemmungslos über irgendwelche dumme Scheiße geredet wird. Ob es jetzt irgendwie die neuesten Lieferando-Bestellungen sind oder Süßigkeiten, die rausgekommen sind oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, am geilsten finde ich eigentlich immer so Stories aus dem Leben. Irgendwelche verrückten Sachen, die passiert sind. So irgendwie Beef mit Nachbarn oder irgendwie sowas. Auf der Ebene ist aber am unterhaltsamsten als Zuschauer auf jeden Fall. Chuck, aber YouTube-Themen safe auch, oder? Bei YouTube-Themen bin ich gar nicht mal so der Riesenfan von tatsächlich. Okay. Weil mit dieser YouTube-Welt beschäftige ich mich, glaube ich, eh so schon außerhalb genug? Davon genug, ja. Okay, check. Aber, das ist aber checkt, Benny Ballandor und ich haben gegen Wollo und Ricky Smash Bros. Ultimate gezockt und da ist ein Part erschienen, eine Stunde Part. Und das irgendwie als Content Creator, habe ich schon öfters darüber nachgedacht, so diese langen Videos hochzuladen. Kann manchmal echt schlau sein, weil die hat einfach einen Watchtime-Bringer sein können. Na, die. Das auf jeden. Also, Moggys Kanal lebt ja auch voll davon, sein Zweitkanal. Lieber, das ist so schlau und das Krasse ist, I guess, das funktioniert ultra gut auch mit seiner Zuschauerbindung. Also, ich hab das Gefühl, I guess, ihr habt da keine Ahnung, wie seine Werte sind, aber ich gehe mal groß davon aus, dass viele Leute auch die Videos ganz anschauen. Und das ist halt so ein Watchtime-Bringer, plus halt auch.
wenn die gut angeschaut werden, die Videos, dann geben die auch gute YouTube-Einnahmen wieder. Das sagst du, wie es ist, Mann. Das ist absolut crazy und schlau, wenn du sowas geschafft hast, dass du lange Videos bringen kannst, die die Leute auch wirklich schauen, dann hast du echt. Aber dann kannst du gute YouTube-Einnahmen erwarten im Normalfall. Was ja, du hast natürlich eine kleinere Community auch, weil die Videos nischiger sind, dadurch, dass sie jetzt halt ungeschnitten und so sind. Aber diese kleinen Leute bleiben halt ewig dran, schauen das wahrscheinlich auch viele zum Einschlafen oder. Ich habe auch eine Freundin, die hat auch gemeint, sie schaut immer Morgis Videos noch abends zum Einschlafen. Boah, krass. So, sie meint einfach, jo, das ist übel entspannt. Sie hört da gar nicht mehr irgendwie zu ab irgendeinem Punkt. Der Fernseher läuft einfach. Auf dem Fernseher, und krass. Sie generiert quasi Geld für ihn. Ohne, ohne dass sie wirklich schaut. So. Ja. Da läuft das Video vielleicht so eine halbe Stunde bewusst. Mhm. Und dann nach der halben Stunde ist man eingepennt und er macht noch weiter Geld. Das ist schon krass eigentlich. Aber das ist auch so ein Ding, hab mal mit jemandem geredet darüber, da hat so einfach ein Gaming-Video hochgeladen, was über eine über 10 Stunden geht so. Und da hat er mir so gezeigt, so yo, ich verrate dir mal was, die meisten Leute, die das Video angeschaut haben, schauen das auf dem Fernseher. Da hat richtig Fernseh-Content gemacht, weil es so ein richtig langes Video ist, was einfach im Hintergrund auf dem Fernseher läuft. Und da hat er mir auch die Zuschauerbindung gezeigt, dass sie, dann müssen jetzt lügen, dreimal so hoch oder sechsmal so hoch ist, bei Leuten, die das auf dem Fernseher schauen, vergleich zu Leuten, die das halt auf dem PC schauen, die klicken viel eher weg. Und die Leute, die das auf dem Fernseher schauen, beziehungsweise laufen lassen, da ist es halt viel höher, die Zuschauerbindung. Und es ist halt immer interessant, so, was machst du in diesem Fall für Content und was ist so die Zielgruppe und wie schauen sich die Leute diese Videos. Und das ist so, du kannst so viele verschiedene Arten von Content machen, die am Ende auch anders geschaut werden. Man kann, macht ja immer Sinn, sich breit aufzustellen, in dem Fall Content halt für verschiedene, in verschiedenen Größen auch zu machen. Mhm. Aber ja, es ist schon crazy, wie man mit so einfach ewig langen Content, dass das so eine Strat sein kann, sag ich mal. Überall. Aber es hat auch wiederum das Ding, lange Videos brauchen auch trotzdem wieder Zeit, das aufzunehmen. Und das hat auch immer ein Talent, oder auch nicht immer leicht, einfach durchgehend zu entertainen. So. Wenn du irgendwann langweilig bist, dann ist der Zuschauer auch weg. Und das ist eh auch so dieses, ich arbeite im Verkauf Teilzeit, 50%. Und da war auf einmal so, ich gehe auf einmal dahinten, wo man so, wo so eine Waschmaschine ist, wo man so, Waschmaschine, aber so Waschding, Waschspüler, wie auch immer das heißt. Da war auf einmal so ein Dude, den ich noch nie gesehen habe und da hat so Kaffeegläser reingetan. Und ich habe ihn dann so angesprochen darauf, so, yo, was machst du das? Also auf nett natürlich, oder irgendwie, weil. Hast du irgendwie viel Kaffee promoted oder irgendwie sowas? Und da hat er auch gesagt: So, yo, ich bin hier oben irgendwo und hab ein Produkt in diesem Supermarkt, was ich verkaufe, und zwar Kaffee, und das läuft auch ganz gut so. Und da hat er auch gesagt: So, dass es am Ende so ist, wenn sein Produkt nicht gut ankommen würde, dann würde es aus diesem Sortiment rausfahren. Das heißt, er braucht Leute, die immer wieder seine Produkte kaufen. Und das Krasse ist halt einfach, das, worauf wollte ich hinaus? Kaffee? Genau, also es ist halt so, dass er gesagt hat, wenn dein Produkt nicht gut ist, dann werden sich die Leute das nicht wieder kaufen. Das heißt, Qualität muss da wirklich überzeugend sein. Man muss halt auch immer sagen, so die Erwartungshaltung ist ja auch beim Preis dann gegeben. Also zum Beispiel, natürlich weiß ich, ich gehe jetzt in ein richtiges Burger-Restaurant, werde ich einen besseren Burger bekommen als bei McDonald's Cheeseburger 1,99 oder wie viel der kostet. So. Am Ende aber, niemand würde ja McDonald's für 1,99 essen und sich dann echauffieren darüber, wie schrecklich das schmeckt, so, weil, naja, der Preis macht da ja auch die Erwartungshaltung, so, weißt du?
Ich check, dass einfach die Erwartungshaltungen dann safe niedriger sind als bei einem teuren Ding. Wenn du das meinst, so. Ich meinte es jetzt eher darauf bezogen, weil der Typ meinte ja die Qualität, wenn das die Qualität kacke ist, kaufen die Leute das auch nicht wieder. Mhm. Da würde ich halt nur insoweit zustimmen, wenn das halt auch, also Leute kaufen schon günstige Scheiße, aber halt nur, wenn der Preis auch günstige ja, okay. Scheiße ist. Also der Preis hat auch einen großen Einfluss drauf. Genau. Dass sie, also wenn, weißt du, wenn du für 10 Euro zum Beispiel Essen kaufst, dann willst du auch, dass es wie 10 Euro schmeckt. Ja, das man checkt. Aber ich finde es interessant, so dass also das ist aber so dieses, das will man natürlich auf YouTube auch, so dieses jemand schaut zum ersten Mal ein Video von dir und er findet es zwar schlecht, okay, oder uninteressant eher, dann schaut er irgendwann vielleicht nochmal bei dir rein, er findet es wieder uninteressant und wenn das immer wieder auftaucht, irgendwann kommt er nicht mehr. Da weißt du so, ja, da wird mir jetzt wieder ein Video von diesem Gami empfohlen, aber hab da schon 4 Videos nicht ganz angeschaut und immer wieder weggeklickt. Was reizt mich jetzt da nochmal vorbeizuschauen, so was? Ja, was ist das gewesen, Nintendo? Ja? Ich hab natürlich auch so gewisse Kanäle, ohne jetzt Namen zu nennen, wo ich schon weiß, wenn ich die am Rand sehe, okay, Scam, irgendwelche, sagen wir einfach schlechte Videos, Punkt. Ja. Und dann klickt man nicht nochmal rauf, obwohl der Titel vielleicht manchmal richtig ansprechend ist. Das Thumbnail denkt man sich, boah, okay, Respekt. So, also auf dieser YouTube-Ebene respekte ich das oft dann doch noch irgendwie, dass ich mir dann denke, okay, hat der Bruder gut gemacht, geiles Thumbnail, aber ich klicke dann trotzdem nicht, weil ich weiß, das Video wird Shit sein. Ich check, was du meinst. Das hat dieses, da YouTuber hat's aber auch, hat seine Chancen verspielt, so, und das, also, nicht bewusst natürlich so, aber hat einfach bei dir jetzt das Interesse verspielt, so, vielleicht schaust du in einem Jahr wieder mal vorbei oder so, aber im Moment, ja, ist einfach kein Bock, da vorbeizuschauen. Ja, das tut mir auch immer weh, irgendwie, wenn, natürlich, wenn Leute irgendwie so diese Chancen verspielt haben, weil man fragt sich auch, ja. Bei wie vielen Leuten hat man selber seine Chancen verspielt? Bestimmt Check. Auch genug Leute. Aber gut, wahrscheinlich sollte man lieber für sein eigenes Wohl nicht darüber nachdenken. Einfach machen. Ja, aber ich finde das trotzdem immer diese Selbstreflexion als Creator ultra wichtig. Aber in dem Fall darüber jetzt groß nachzudenken, wie willst du da jetzt groß Antworten finden? So. Eben, also die Antworten werden halt nur sein, dass man sich selber fertig machen kann. Klar kann man noch irgendwie analysieren, was könnte ich machen, um die Leute zurückzuholen, aber dann versuchst du es vielleicht wieder so verkrampft, dass du was machst, was den anderen Leuten, die da geblieben sind, wieder nicht gefällt. Ja, es ist halt ein konstanter Struggle, so. Mhm. So ist es. Aber, auch wenn YouTube oft ein Struggle sein kann, die Stars, Twitch und so, ne, es hat auch voll die schönen Seiten und ich bin trotzdem ja, froh darüber, dass ich das immer noch mache. Und auch wenn es immer auch wieder Momente gibt, wo man sich denkt, ich kann auch einen anderen Weg eingehen, aber dann, ich glaube, ich würde das zu sehr vermissen, einfach wenn ich da jetzt aufhören würde damit. Oder viel mehr zurückgehen würde, weil ja. Hab jetzt, also mein Ziel ist es halt einfach zu wachsen auf YouTube natürlich und Videos zu machen. Ja, macht es Sinn zu wachsen, Videos zu erstellen. Dieser ganze Grind ist schon nice und ich mag es auch, dass man. Also, ihr findet immer etwas zu tun, for real. Also, ihr findet da immer etwas zu tun und man ist. Nintendo! What the? Okay, alles gut. Auf jeden Fall, wie geht's euch heute? Kann Kommentar schreiben, wenn ihr wollt. Mir geht's auch gerade sehr gut. Warte, so, der Titel ist aber falsch im Video, oder? Da steht nicht Let's Skill im Titel. Ja, du hast recht. Mein Fehler. Sorry. Ja, Bro, was war denn das für Face? Aber, das Ding ist. Ist auch cool, dass man oft, was zu tun hat, so mit dem Ganzen. Manchmal hat man auf ein paar Dinge weniger Bock, manchmal ein bisschen mehr Bock auf ein paar Dinge. Das ist halt eh das Coole bei mir, ich habe so viele Channels, ich kann mich echt gut ausleben so.
wenn ich mal Bock auf ASMR-Content habe, dann mache ich da ASMR-Videos. Wenn ich Bock habe, irgendwie solche Videos zu machen, dann, na, dann mache ich solche Videos. Ich habe noch Twitch, wenn ich da Bock habe, einfach live zu gehen. Es ist cool, die Variation zu haben. Und man weiß halt auch so, man ist auf seinem Weg nicht alleine, sei es jetzt die Zuschauer, die da sind, sei es Leute, die auch einem aushelfen, ne, so Cutter und so, man hat trotzdem Leute im Hintergrund, die auch einem helfen. Und man hat auch viele andere Content Creator, die halt auch auf große Ziele hinarbeiten. Und das wird auch manchmal inspirierend zu sehen, jo, was hat der jetzt erreicht, jo, was ist sein Grind, so, jo, ich mache gerade Videos und ich weiß so voll viel, also viele andere Content Creator sind auch gerade dabei, einfach in dem Fall zu hustlen. Und das ist halt auch cool, dieses, jo, ich bin nicht gerade alleine, der hier sein Stuff macht, so. Zwar grinde ich meine eigenen YouTube-Channels, aber es sind immer noch andere Content Creator, die halt im selben Moment auch für ihren Kram grinden oder halt ihr Stuff machen, wenn du checkst. Normal, also ich würde auch sagen, das Schönste in diesen 10 Jahren, die ich auf YouTube bin, ich glaube, es sind jetzt 10. No way, sogar mehr. Ja, wollte gerade sagen. Ja, ja, 2012 angefangen. Ah, Mann, es ist. Bruder. Ah, es ist ein Stückchen, aber auf jeden Fall in diesen sehr vielen Jahren ist das auch, finde ich, die schönste und wichtigste Sache gewesen. Die Kontakte zu anderen Creatoren, die man geschlossen hat. So. Wenn das nicht gewesen wäre, weiß ich auch nicht, ob ich noch am Start wäre. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich als einsamer Wolf hier immer noch so Videos weitermachen würde. Da Wolf. Ja. Ja, Chuck, dieser Gedanke auf jeden Fall. Weil lange Zeit war man ja so ein bisschen einsamer Wolf auf YouTube. Also, und ja, irgendwann kam dann mit Rock Mushroom und so alles zusammen. Und natürlich nicht nur das, auch generell Kontakt zu vielen Kollegen, dir, Heizel, Michael, vielen Leuten. So, und ja, da kann man auf jeden Fall dankbar sein. Safe. Aber ich glaube, es ist natürlich bei jeder Arbeit so, das muss man auch fairerweise sagen. Also, wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwie im Supermarkt arbeite, dann werde ich auch mit der Zeit meine Kollegen und so kennenlernen. Safe, safe. Das Ding ist aber noch, trotzdem muss man sagen, du machst auch viel Content für das, also weißt du, so, wo du alles selber machen musst, theoretisch, weißt du, also trotzdem bist du auch voll oft so auf dich alleine gestellt, scriptest das Ganze, musst das Ganze auch aufnehmen, schneidest das ja auch selber, machst die Thumbnails selber, natürlich holst du dir ab und zu, I guess, Meinungen rein, aber oft ist halt auch so dieses, yo, der Gaetano hat wieder Nacht durchgemacht und das ganz alleine für sich und hat auf heftiger Weise einfach die ganze Zeit durchgehasst und warst ja auch alleine so. Für dich. Ja, safe. Aber wie meinst du jetzt? Also auf was wolltest du jetzt hinaus mit dem Alleine sein? Dass du trotzdem Leute um dich herum hast, Content Creator kennst, aber am Ende bist du ja trotzdem auf dich alleine gestellt in der meisten. Ach so, safe. Also man muss sich ja trotzdem alleine motivieren zu arbeiten, da irgendwas hinzubekommen. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, das kann auch eine Motivation sein, auf jeden Fall. Leute um sich herum zu sehen, die auf jeden Fall am Machen sind. Man wird ja auch inspiriert, dann selber vielleicht irgendwie zu gewissen Videothemen, weil man sieht, okay, der hat jetzt ein geiles Video zu dem und dem Thema gemacht. Ich könnte jetzt noch was hinzufügen, meine eigene Sicht irgendwie da reinbringen oder was auch immer. So, ja, das ist auf jeden Fall immer geil. Safe. Übrigens, weil es wahrscheinlich der Titel ist mit Volo und Ricky Mania Ding, du hast ja auch schon mit denen aufgenommen, ne? Genau, genau. Waren auch sehr spaßige Aufnahmen immer. Habe ich mich sehr wohl gefühlt. Safe, safe. Das ist eh so dieses, ich weiß irgendwie so, ich glaube, die haben mich in einem. Die haben mich in einem Part mal, wenn wir in Smash Bros. Ultimate, das war auch dieses Rotten Mushroom Treffen, da haben wir, hat ja Ricky gegen mich auf der Bühne, auf der Kinoleinwand. Und das war so ein Kino-Event mit Rotten Mushroom, da haben wir vor ein paar Zuschauern Super Smash Bros. Ultimate gespielt und irgendwie war das dann irgendwie so ein Gespräch, bis dass man da vielleicht dann mal einen Part auch aufnehmen könnte auf Backseat Boys. Und da habe ich tatsächlich Volo You auf Twitch geradet und dann hat da übrigens auch ein Stern.
dann hat Wolo Yu, also Wolo hat in dem Fall, mich gefragt, ob ich mal bei einem Part dabei sein will. Und da habe ich halt zugesagt. Am Ende war Benny auch noch dabei. Und so kam es dann. Und ja, ich bin natürlich offen für weitere Aufnahmen, auf, also mit denen zu machen auf deren Channel. Und es hat, für mich persönlich jetzt, also for real, auch eine krasse Sache so, weil man so oft eigentlich, also habe schon viele, viele Stunden am Watchtime dahinterlegt, habe auch damals, also bei Wolo-Videos, bei Ricky-Videos, auch wenn ich Ricky for real eher schaue, wenn er halt mit anderen Leuten unterwegs ist, noch im Call, also so Together-Aufnahmen oder Together-Aufnahmen jetzt checkt. Das ist auch Rickys stärkstes Element, also no hate, nicht, dass er jetzt alleine langweilig ist, aber er ist einfach ein krasser Entertainer mit anderen zusammen, vor allem dann nochmal. Ja, das, weißt du so, ich hab Parts, wo er alleine unterwegs ist oder halt Parts, wo er mit anderen Leuten noch redet und ich finde aber die Parts, die mit denen er mit anderen Leuten noch redet, besser, dann nehme ich halt diese Videos eher so zum Zuschauen. So. Normal, also das ist, finde ich, aber auch eine Kunst für sich, so, und das muss man anerkennen, wie gut er das kann, dass er safe voll gut darin ist, wenn jemand zum Beispiel was über sich erzählt, oder so, dann kann er einfach lustig was dazu sagen, so, das steht, finde ich, jetzt gar nicht mal so krass dafür, so, oh, alleine bist du langweilig oder sowas, sondern, jo, das ist einfach ein Talent, niemand kann so gut Gruppen gefühlt kommentieren wie Ricky. Er kann es auf jeden Fall, also ja, ich check so, er kann das sehr gut und er kann dann natürlich auch gut auf Super Smash, also bei Super Smash Bros. Ultimate kommentieren. Auf der Bühne hat er auch gut gemacht, for real. Und es ist aber cool so, dass ich da mal dabei sein durfte, weil ich habe echt viele Videos schon von denen geschaut und auch Wolo Bestes gemacht, auch Bestes, wo Ricky dabei war, gemacht hat auch Ricky Bestes gemacht, I guess, war auch alleine unterwegs, war vielleicht, wird auch nicht, keine Ahnung, genau. Aber ja, so nach so vielen Jahren, wo man die geschaut hat, ist man auf einmal, war mal bei einem Video dabei von denen. Und das hat ja auch, ich denke mir, da machen wir so dieses, so danke, dass du mir zutraust, auf deinem Channel zu landen, weil das zeigt ja, dass du vielleicht ein bisschen Vertrauen in mir hast, dass ich vielleicht auch die Leute mit unterhalten kann, wenn du checkst. Also, das ist auch so ein gewisses Vertrauen, was die Leute einem geben, wenn sie dich auf deren Channel einladen. Auf jeden Fall, dass sie nicht denken so, oh mein Gott, mit dem will ich mich nicht blicken lassen. So. Aber ja, auf jeden Fall könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Ihr wisst Bescheid. Danke, dass du dabei warst, Gaetano. Und schau gerne vorbei. Gerne. Dann ciao, ciao.